Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir ein Laubling geworden und haben den Unterschlupf geöffnet. Da wollen wir jetzt auch instant rein. Wir haben ein Duell mit dem geheimnisvollen Pikmin-Laubling vor uns. Also ja, wir haben hier nur die Fels-Pikmin zur Verfügung. Laubling gegen Laubling. Ist einfach genial. Okay, wir haben ein Dandori-Level von 4 vor uns. Ich muss zugeben, du hast mich beeindruckt. Entscheiden wir nun ein für alle Mal, wer der wahre Dandori-Meister ist. Ich werde unser letztes Dandori-Duell. Zeig mir, wozu du fähig bist. Ja, das sollte jetzt nicht allzu schwer werden. Erstmal ein paar Pikmin sammeln. Ich brauche da noch andere Pikmin, sonst komme ich doch gar nicht da an der Mitte ran. Obwohl doch, ich komme da dran. Oh, der hat das Böse eingesammelt. Ich habe mehr Zugkraft. Da ist das Gute. Oh, mehrere Punkte. Otschen schafft das. Bisher liegen wir vorn. da kommt mir eine gute Idee. Boah, Angriff, mach die mal weg. Das dann nehme ich gerne mal mit. Das ist geschenkt. Was ist das da denn für ein Anschlag? Die gelben Grün kannst du ruhig fressen. Ich glaube, das wird ein einfaches Duell. Nope. Erstmal muss mal wieder ausschalten. Oh, meins. Was habe ich denn da? Das habe ich auch immer gerne gemacht, ne, wenn ich mit Sunny gespielt hatte damals. Eine
eine Felsbombe? Was du hier siehst, ist eine Fiesbombe. Eine mächtige Waffe. Transportierst du sie zur Zwiebel deines Gegners, verliert er Punkte. Bringst du das durch die Explosion erscheinende Dandorium an dich, bist du dem Sieg einen großen Schritt näher. Oh, ich rieche eine Möglichkeit, nette Dinge zu tun. Wo ist denn mein Hundi? Oh ja! Bitte lass das auch im Multiplayer existieren! Oh nein, oh nein! Eine Fischbombe! Ich muss schnell das dann durch jemanden sammeln, bevor sich mein Gegner holt. Das sind einfach geschenkte Punkte. Einfach bedienen! Ich brauch nur Otchen. Otchen carried. Oh, das muss mitgenommen werden. Wir haben eh gewonnen. Ja, haushoher Sieg. Vor allem die Fiesbombe. Die muss ja richtig brutal sein, wenn man gerade viele Punkte hat. Mit 60 oder mehr Vorsprung. 100 gab es, glaube ich, einen richtig krassen Bonus. Geschafft, endlich. Wir haben es geschafft. Ich wurde besiegt. Hätte ich dann die Fähigkeiten wieder inne, wäre ich vielleicht nach Hause zurückgekehrt. Ich bin Captain Oliver. Alles, was ich will, ist, meine Frau und meine Kinder wiederzusehen. Das kann doch nicht sein. Hat er eben wirklich Olima gesagt? Unsere Vermutung hat sich also bestätigt. Wir haben Captain Olima gefunden. Bringen wir ihn zum Basiscamp. Dort können wir ihn dann heilen. Was machen wir nur mit dem Hund? Den können wir ja schlecht hier lassen. Hm? Er ist weg. Einfach fortgelaufen. Ja, so kann es gehen. Unsere oberste Priorität muss jetzt Olima zu retten sein. Schnell, Shining, raus aus dieser Höhle. Ich glaube, damit war es das dann aber nicht. Reicht, wenn Otchin abtransportiert. Endlich haben wir es geschafft. Doch wir sind noch nicht fertig. Bringen wir Olima zur Beagle. Gewonnen, doch ist das Olima? Der Laubling ist noch bewusstlos. Bring ihn schnell zur Beagle zurück, damit wir herausfinden können, ob es sich wirklich um Captain Olima handelt. Einen Moment. Transportiert ihn erstmal nur runter. Dann renne ich einmal hier hinten nämlich hin, dann ist der Laufweg wesentlich kürzer. Und Olima wird zurückgebracht. Oha, Rettungseinsatz erfolgreich abgeschlossen. Ja, Min. Natürlich ist die Visitenkarte wegen der Belaubung nicht lesbar. Doch wenn es sich hier tatsächlich um Captain Olima handelt, dann ist unsere Mission erfüllt. Stimmt! Jetzt sollten wir ihn allerdings erst einmal heilen, und zwar möglichst schnell. Das war gute Arbeit, Rettungscrew. Jetzt können wir den Laubling heilen und herausfinden, ob es sich wirklich um Captain Olima handelt. Ab jetzt übernimmt Spanel. So, ich habe gesehen, dass hier noch was ist zum Umwerfen. Oh, hier gibt auch keine Schätze mehr, ne? Wir sind hier vom Prinzip her fertig. Dieses eine Mini sei es so unnötig. Hätten auch eine Rampe dahin stellen können. Na gut, den Rest der Zeit sammle ich jetzt hier oben ein bisschen Motiviersaft. Also, wir sehen uns dann im Basiscamp wieder. Weil sonst ist hier ja nichts weiter Erwähnenswertes. Ach, wir haben hier noch einen Eintrag.
Ohne Titel, ich bin so furchtbar müde. Urlaubsfreuden. Und sie wird erwachsen. Meine Frau liebt es, wenn ich koche. Wenn ich manchmal etwas Besonderes zubereite, meint sie dann, warum kochst du das nicht öfter, anstatt nur im Urlaub? Das ist ein schönes Kompliment, finde ich. Ach, wie ich diese Momente vermisse. Das mit der Tochter hatten wir ja schon, ne? Jetzt fehlen nur die beiden Laublinge. So, da kommen wir gerade wieder zurückgeflogen. Zwei wurden gerettet, haben 4 Motivationen bekommen. Wir haben den heldenhaften Roboter zusammengestellt. Können wir ja gleich dann lesen. Die ganze Reihe. Und das war auch das letzte Objekt hier. Wir haben das Schokoladenschiff gefunden, Pfefferminzschiff, Automatik-Hafenwind, Windmühlenhymne, Element des Mutes, Autoritätsrobotenteil. Ja, und der Bereich ist damit dann auch direkt schon abgeschlossen. Nicht vergessen, neuer Logbucheintrag. Endlich haben wir Captain Onima gerettet. Oder zumindest einen Laubling, bei dem es sich wahrscheinlich um Onima handelt. Toll! Du hast auf dieser Mission wirklich gezeigt, was in dir steckt. Ja, das ist großartig. Ich sollte deine Leistung wohl anerkennen. Gut gemacht, Grünstabel. Aber nee, haben wir genug Medizin, um diesen Laubling sofort heilen zu können? Oh ja, ich werde ihm gleich morgen eine Dosis verpassen. Sehr gut, wir verlassen uns auf dich, Spanne. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Spinne, bitte heil ihn! Wird gemacht! Captain Onima! So viele Leute in Rommeting, wo bin ich hier? Oh, es tut mir leid. Dann muss ich noch etwas orientieren, mein Schiff scheint abgestürzt zu sein. Ich habe Ihnen allen wohl viel Arbeit gemacht. Das tut mir aufrichtig leid. Ich stecke Ihnen tief in der Schulter, Rettungskuh, und das meine ich ernst. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich bin Onima, Captain der großartigen Dolphin. Hokotate fragt Hankengestellter Onima, einem Planet Hokotate, fleißiger Arbeiter und Familienmensch, der auch in seiner Freizeit alles für seine Lieben tut, scheint Pech magisch anzuziehen. Ja, das stimmt. Zumindest war sie einmal großartig. Sie muss dringend repariert werden. Mein Arbeitgeber wird nicht glücklich sein. Ohne ihren Absturz hier hätten wir auch keine Schätze gefunden. Von dem Geld können wir ihnen ein neues Schiff kaufen. Und außerdem die Shepard vergolden. Vergolden? Auf gar keinen Fall. Die Shepard würde selbstverständlich in Chrom viel besser aussehen. Ich habe vergessen, dass ich die Frau gerade rede. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Hört ins Kuh, machen wir uns bereit für die Reise nach Hause. Verstanden. Wir haben Onima gerettet. Wir haben einiges durchgemacht, doch endlich ist es uns gelungen, Captain Onima zu retten. Mission erfüllt. Aber wir können Moos doch nicht hier zurücklassen. Oh, sie kommt zum Verabschieden. Thank you.
Okay, damit ist das Spiel offenbar an der Stelle schon zu Ende. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was, weil wir auch noch nicht alle Serien abgeschlossen haben. War ein schönes Ende. Nur mit Moos, das geht noch nicht wirklich auf. Wo ist sie hin? Wir können sie doch nicht einfach zurücklassen, den armen Hund. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass das Spiel hier eigentlich schon vorbei ist. Ich lasse jetzt für den Fall der Fälle einfach mal die Credits erstmal ablaufen und danach sage ich wieder was. Solange schalte ich mich jetzt erstmal stumm. Danach kann ich ja noch ein paar Worte von mir geben. Aber wie gesagt, ich lasse euch jetzt erstmal Credits genießen.
Okay, ich denke mir, hier sind die Credits langsam zu Ende. Ich finde es nett, dass da mein Name steht. Das ist aber 100 pro geskriptet, dass da einfach der Name des Spielers steht. Egal, wie man sich nennt. Meine Frage gegen Ende wurde beantwortet, ne? Was mit Moos passiert ist. Ich komme jetzt mal vorübergehend ins Bild zurück. Aber da rechts sehen wir es auch. Schatzkatalog ist nicht vollendet. Das sieht 100 pro so aus, als ob da noch ein, zwei Bereiche fehlen. Wie hätte ich die freigeschaltet? Und vor allen Dingen, was hatte Louis da zu suchen? Ich glaube, dass wir für ihn nochmal zurück müssen. Ihr seht übrigens, ich habe das Spiel nicht einmal im Multiplayer gespielt. Ich hätte meine Kollegen fragen können, vor allem Sunny, der ja auch ein bisschen Pikmin-Erfahrung hat, ob der vielleicht für einen Part dazukommt. Hätte ich ihn tatsächlich fragen können, aber ich habe es mal gelassen. Weil Story-Multiplayer wäre jetzt nicht so interessant gewesen, weil das wäre ja nur gewesen, er kann die Sachen reinwerfen, wie er lustig ist. Und das hätte ja wirklich gar nichts beigetragen zum Gameplay. Deswegen habe ich das gelassen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt nochmal irgendwie so Aftergame bekommen. Ja, mir sind leider 160 Pikmins innerhalb des Spiels gestorben. Ich glaube, jetzt merken sie es mit Louis. Was ist mit Otschin? Was kann das nur sein? Raubenkrankheit? Nein, es bräuchte schon sehr viel mehr, damit es seinem Rettungshund so zusetzt. Doch es muss eine Erklärung geben. Wenn die Shepherd ihren Flug unterbrochen hat, scheinen sich Otschins Symptome nicht weiter zu verschlimmern. Wir müssen zum Planeten zurückkehren, und zwar sofort. Captain Olimar, was geht hier vor sich? Das erkläre ich später. Doch zuerst müssen wir umdrehen und zum Planeten zurückkehren. Schnell! Ich wusste, dass wir noch nicht fertig sind. Wenn Sie uns das jetzt vielleicht erklären könnten, Captain Olimar? Sehen Sie nur. Manchen scheint es viel besser zu gehen. Ich denke, dass dieses Blatt die Ursache seines Zustands ist. Bevor die Rettungskur auf mein Notsignal hier hinten hierher kam, habe ich selbst versucht, diesen Planeten zu verlassen. Auch in einem unbeachteten Moment hat sich Moos im Naderaum versteckt und eher ging es genau wie Otschen. Also bin ich sofort umgekehrt und habe prompt wieder eine Bruchlandung verursacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber Organismen, die in Blätter gewachsen sind, könnten diesen Planeten wohl nicht verlassen. Das gibt es doch nicht. Benny, was ist mit deiner Medizin? Vielleicht kann man damit ja auch Otschin heilen. Ja, ich habe da ein kleines Experiment gemacht und Otschin auch eine Dosis gegeben, als ich Captain Olimar geheilt habe. Doch leider hatte es keine Wirkung. Was machen wir dann jetzt? Was schon helfen natürlich. Du hast recht, von Otschins loyalen Partner hätte ich nichts anderes erwartet. Alle mal herhören. Als wir versucht haben zu starten, haben wir schon eine etwas ältere Nachricht von der Rettungskurzentrale empfangen. In der Atmosphäre des Planeten waren wir wohl aus der Reichweite. Also, worum geht es denn? Wir wurden gebeten, alle auf diesem Planeten Gestrandeten zu retten. Es wurde auch eine Liste gesendet. Hier. Eine lange Liste. Oh, ich kenne diese Kompanianerin, Nelly. Ich meine, von ihr gehört habe ich schon mal.
In Akademikerkreisen ist sie ziemlich berühmt, eine herausragende Tierärztin. Vielleicht kann sie ja Oshin heilen. Nelly ist nicht die einzige auf der Liste, die von Koppa stammt. Sie war wohl mit einigen Kollegen hier. Es könnte schon sein, allein zu diesem Planeten zu reisen ist ziemlich gefährlich. Aber ich erinnere mich nicht daran, während meiner Zeit als Doppling Koppaianerin begegnet zu sein. Ich vermute also, dass sie an einem Ort abgestürzt sind, der weder von der Rettungskrew noch von mir entdeckt wurde. Dann müssen wir unser Radar verbessern und unseren Suchradius noch einmal erweitern. Das bedeutet, dass wir Miglizerium brauchen. Rettungskrew, auf eure Station! Ich sollte genügend haben, weil ich kann ja nicht mehr sammeln. Verstanden. Was? Denkst du, dass es möglich ist, unser Radar noch weiter zu verbessern? Ach Colin, unterschätze nie die Macht der Wissenschaft. Und es schadet auch nicht, immer gut vorbereitet zu sein. Ich habe das Radar bereits direkt mit unseren Energiequelle verbunden. Es ist nur mächtiger als je zuvor. Sehr gute Arbeit, Russ. Das hast du unglaublich schnell hinbekommen. Die technischen Details sind mir zwar nicht so klar, aber soweit ich verstehe, sollten wir unser Radar einschalten. Dann beginnen wir mit der Suche. Wir empfangen etwas. In einem bisher unerforschten Gebiet wurden mehrere SOS-Signale entdeckt. Einige dieser Signale müssen von Nelly und den anderen Koppaianerinnen stammen. Wir gehen mit der Arbeit. Oshin verlässt sich auf uns. Mission Heilung für Oshin. Nelly ist eine bekannte Tierärztin. Vielleicht hat sie eine Idee, wie, was man wegen Oshins Schwanz unternehmen kann. Sortieren wir unsere Suche auf das neu entdeckte Gebiet. Und wir haben noch einen Laubling. Gut, dann ist jetzt eine Zeit für die Heilung. Wen haben wir hier denn? Forschungsteam-Mitglied Kobo, Heimatplanet Takwa. Sie möchte Wasserkreisläufe studieren, um ihren stark industrialisierten Planeten von dem ökologischen Kollaps zu bewahren. Ja, und hier endet die Arbeit nicht. So, warte. Bevor wir hier irgendwas machen, ich verwandle mich jetzt erstmal wieder in mich selbst zurück. So, kann ich jetzt hier in der Liste sehen, wie viele mir noch fehlen? 4, 6, 10, 11, 15, 16 Leute fehlen noch. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Ich denke mal, das hier hat er trotz allem Vorrat. Ja, guck mal hier, 27 von 43. 43 Leute gibt es. Außerdem haben wir noch einen Logbucheintrag. Danke, Pikmin. Es ist schon seltsam, die Landschaft dieses Planeten, die mir einst so feindselig vorkam, erscheint mir nun eher friedlich. Vielleicht verdanke ich dieses Gefühl meiner Freundschaft mit den Pikmin. Ja, die Pikmin sind einfach die besten Freunde, die man haben kann. So, mit euch kann ich reden. Oh, das ist also alles im Griff, ja? Da musst du schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. Tja, du bist wohl doch nicht ganz fertig. Also halt dich ran und bring die Arbeit zu Ende. Ich denke mal, dass es 6 Gebiete sein werden. Also mit dem ein Gebiet finde ich ja nie und nimmer 16 Leute. Das mit dem Heilen läuft ja richtig gut. Zeit für eine Belohnung. Mir gefällt deine Arbeitseinstellung. Weiter so. So, Olima will auf jeden Fall noch mit uns reden. Brüdo möchte auch noch was von uns. Ich habe ja wieder viele Pigments wachsen lassen. Zum Glück zählen die, die in der Zwiebel wachsen, auch. So, Olimas Tagebuch. Oh, hier sind sie ja. Wenn Sie mehr über meinen Abschluss erfahren möchten, kann ich Ihnen gern alles erzählen. Oh, richtig, es gibt ja noch etwas, was ich Ihnen sagen wollte. Wenn man bedenkt, wie stark Oshin ist, kann er sicher auch Moos Spezialfertigkeit lernen. Ich habe sie Verschlucken genannt. Möchten Sie, dass ich Ihnen diese Fertigkeit beibringe? Mit dem Verschlucken funktioniert das folgendermaßen.
Lassen Sie Ihren Hund auf etwas zulaufen, das er transportieren soll. Dann verschluckt er es und trägt es mit sich rum. Aber keine Sorge, transportieren die Pikmin ein Objekt bereits, verschluckt er es nicht. Und auch nicht die Pikmin. Probieren Sie es doch bei Gelegenheit einmal aus. So, das wäre es dazu auch schon von meiner Seite. Ah, okay, Otchin kann jetzt Sachen verschlucken. Wahrscheinlich ist er so auch schneller. Hier ist das Forschungsmitglied, das wir gefunden haben. Enorm, das ist ja toll. Du kannst bis zu 100 Pikmin in deiner Truppe haben. Ah, nee, das ist Hass. Das war das mit den Knoknäuen sammeln. Ich muss schon sagen, wenn es um deine Pikmin-Truppe geht, macht dir niemand etwas vor, Shining. Ich habe auch keine weitere Mission bekommen. Das ist der Beweis, dass es keine weiteren Knoknäuen mehr gibt. So, und da haben wir sie ja. Komo. Ich bin Komo, eine Hydrologin. Die Umwelt auf meinem Planeten ist in schlechtem Zustand. Schlechte Wasserqualität, kein natürliches Gleichgewicht. Ich möchte das Wasser dieses Planeten erforschen, um die Wasserqualität auf meinem Heimplaneten zu verbessern. Urlaub zu sein war furchterregend. Danke, dass du mich gerettet hast. Du musst sehr talentiert sein. Ich meine, weil du schon so viele Leben gerettet hast. Da sind 100 pro auch noch mal ein paar Laublinge drunter, unter denen, die ich retten kann, ne? Wie heißt denn das nächste Gebiet? Also ich werde da jetzt heute nicht mehr hinreißen, aber ich will wissen, wie es heißt. Wir haben ein Signal aus dem neuen Gebiet empfangen. Ich denke, dass es von der kopaianischen Tierärztin Nelly stammt. Hätten wir sie so schnell wie können, damit sie Otchin untersuchen kann. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Da kommt 100 pro noch ein weiteres Gebiet. Garten der Giganten. Weil guck, da sind auch nur 8, die gerettet werden können. Und ich muss 16 retten. Außerdem werde ich dort 100 pro auch nochmal eine neue Zwiebel bekommen. Entweder für die Flügel oder für die Felspigmen. Im Labor können wir uns noch was kaufen. Am liebsten mehr möchte ich Otchin ausbessern. Ja, wir können uns ein Luftschild gönnen. Ich glaube, wir sollten uns aber erstmal hier wirklich ein bisschen wieder mit Waffen eindecken. So, ich habe mich ein bisschen eingedeckt. Jetzt holen wir uns auch noch den Kapellverstärker für mich. Und da haben wir dann nochmal Verstärker und Luftschiff Plus für mich nochmal. Dass ich noch weniger kassiere. So, und zu guter Letzt holen wir uns natürlich jetzt noch eben kurz die Schatzkatalog-Einträge, die wir zu dem Roboter haben, ne? Mit einer großen Überraschung hat Captain Olimar seine Schatzbeschreibung mit meinem Schatzkatalog hinzugefügt. Oh ja, seine Perspektive unterscheidet sich von der meinen. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, seine Einträge zu lesen. Hier ist der Schatzkatalog. So, jetzt ist hier halt der Clou an der Geschichte, ne? Die ganzen Einträge aus Olimars Licht auch nochmal zu lesen, ne? Das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann ja zumindest bei dem Schatzkatalog der heutigen Folge schon auch mal die Einträge von Olimar lesen. Ich suche jetzt gerade nur den Roboter. So, hier haben wir den Roboter. Wenn ihr die Einträge überspringen wollt, die werden jetzt ein bisschen länger, dann... hier über mir ist der Zeitstempel. Das wird jetzt ein bisschen länger, wie gesagt, dauern. Wahrscheinlich werden die Folgen zukünftig auch länger, vor allem, weil ich die ganzen Einträge im Piklopädie wahrscheinlich auch nochmal nachholen darf. Aber ja, wir fangen dann jetzt an mit den Roboterteilen. So, Autoritätsroboterteil. Zuerst aus Schnurzsicht. Aber betrachte nur dieses Roboterteil. Da sehe ich einen Anführer vor mir. Allein die Augen und Hörner strahlen Autorität aus. Doch wie kann man ein großer Anführer sein, wenn einem niemand folgt? Was ist ein Kopf ohne Körper? Alles wichtige Fragen. Und Olimars Sicht? Als ich noch ein Kind war, habe ich Roboter bewundert und sie um ihre Kraft und ihre Können beneidet. Sicherlich hat mich noch nie jemand als Autoritätsperson betrachtet. Doch das ist in Ordnung. Ich begegne anderen lieber auf Augenhöhe. Inan-Roboterteil. Ich lese immer erst aus Schnurz und dann aus Olimars Sicht. Ah, das Herzstück des Roboters. Hier kommt alles zusammen. Einzelteile werden zu einem Ganzen und ein Team formt sich. Es braucht Entschlossenheit und Elan, alles zusammenzuhalten. Doch wird diese Aufgabe gemeistert, rückt der Sieg in greifbare Nähe.
Sobald ich mit einer Arbeit begonnen habe, kann ich nicht anders, als mehr und mehr aufzuladen. Wenn das mit harter Arbeit gemeint ist, dann arbeite ich wohl gern hart. Das Problem ist, dass das Ergebnis harter Arbeit noch nicht immer gute Arbeit ist. Das Erfolgsroboterteil. Welch mächtiger Roboterarm. Bereit nach dem Sieg zu greifen. Er wendet sich nicht im Zorn gegen seine Gegner, sondern aus Notwendigkeit. Er tut, was getan werden muss. Ja, so sieht wahre Tapferkeit aus und sie steht ihm gut. Es ist wichtig, an den eigenen Erfolg zu glauben. Doch nur weil man daran glaubt, muss er sich nicht einstellen. Glaubt man aber nicht daran, wird man auch weniger Erfolg haben. Manchmal muss man daher seine Fäuste ballen und es mit jeder Herausforderung aufnehmen. Für mich wäre die Rückkehr zu meiner Familie der größte Erfolg. Und an den glaube ich fest. Harmonie-Roboterteil. Während beim rechten Arm der Fokus auf Erfolg und Tapferkeit liegt, gibt es beim linken um Freundschaft und Frieden. Die eine Hand ist zum Schlag erhoben, die andere zur Versöhnung ausgestreckt. Solch Harmonie hält einen ganzen Körper in der Balance. Wen man liebt, dem will man auch beschützen. Wenn ich an meine fröhliche, wilde, eigenwillige Tochter denke, wird mir das ganz besonders bewusst. Ich will sie vor allem über das Universum beschützen. Und sie würde wohl jetzt sagen, locker bleiben, Paps. Ausdauer-Roboterteil. Das rechte Bein des Roboters steht fest auf dem Boden. Diese Pose sagt, du kannst alles schaffen, wenn du nur den Mut hast, es zu versuchen. Und nicht aufgibst. Inspirierend, nicht wahr? Von nun an werde ich mich ebenfalls so hinstellen. Beine sind von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Nicht nur kann man mit ihnen laufen oder rennen, sie bringen dabei auch den Kreislauf in Schwung. Manche nennen die Beine sogar das zweite Herz. Ob auch meine einen zweiten Zweck haben? Und das Koordinationsroboterteil. Im Gefecht kann man sich kein Zögern leisten. Doch mit einem unfertigen Plan loszulaufen ist ebenfalls keine gute Idee. Mut ist vonnöten, aber auch Kooperation. Es braucht Überzeugung, aber auch Geduld. Das linke Bein läuft los, doch niemals allein. Viele wissen nicht, dass sie nicht nur eine dominante Hand haben, sondern auch ein dominantes Bein. Das ist oft kräftiger oder sogar länger als das andere. Ein so großer Unterschied zwischen beiden kann einen allerdings ins Stolpern bringen. Ja, das waren die heldenhaften Roboter, ne? Ich würde sagen, dann lesen wir jetzt das große Abenteuer mal aus Olimas Sicht. Dieses Gerät erinnert mich an ein Teleskop, das ich als Kind hatte. Mein Vater und ich haben stundenlang in den Himmel gestarrt und dann unsere Entdeckung besprochen. Ich würde ja zu gern den Abenteurer treffen, der mal durch diese Linsen geguckt hat. Zeitmechanismus. Der sich drehende Zeiger hat mich so in den Bann gezogen, dass ich beim Betrachten ganz die Zeit vergessen habe. Ich hatte dabei das Gefühl, als würde sich das Raumzeitkontinuum um mich herum in alle möglichen Richtungen verbiegen. Faszinierend. Der Schicksalswegweiser, das in der Mitte befestigte, pfeilartige Ding, bewegt sich gar nicht komplett willkürlich, sondern zeigt irgendwie immer in dieselbe Richtung. Vielleicht weist es mir den Weg zu meinem Schicksal, aber eigentlich möchte ich da ihn ja gern selbst finden. Der Wahrheitssucher. Wenn man durch diese Linse blickt, sieht alles so viel größer aus. Man erkennt sogar die allerkleinsten Details und Komponenten von Objekten. Dieses Werkzeug ist ein Segen für die Wissenschaft, auch wenn es nicht allzu komplex ist. So, als nächstes die drei Generationen. Ich freue mich darauf, eines Tages das Gesicht meines Enkelkindes zu sehen. Wenn es so süß ist wie diese Figur, werde ich mich kaum davon losreißen können. Aber eigentlich ist es mir egal, wie es aussieht oder wem es ähnlich sieht. Enkelkinder sind einfach zu verwöhnender. Nein! Sind es verwöhnende Belger? Mitbringselvase. Ich kenne jemanden, der beim Bett in seiner Kinder nach Mitbringseln nie nachgibt. Aber ein Blick von seinem Enkel und er bringt ihm alles mit, was er möchte. Enkelkinder scheinen eine enorme Überzeugungskraft zu haben. Oder ist es einfach Zauberei? Kinder zeigen oft die gleichen Stärken und Schwächen wie ihre Eltern. Vielleicht lieben wir sie deshalb so sehr. Mehr noch, wir wollen, dass sie sich verbessern und sogar unsere Erwartungen an uns selbst übertreffen. Ein Kind zu sein ist nicht leicht. Doch ich habe hart gearbeitet, um nicht irgendwann meine Eltern um finanzielle Hilfe anbetteln zu müssen, damit auch meine Kinder nicht in diese Verlegenheit geraten, wo ich sie entsprechend erziehen, aber nicht zu streng. Sie sollen mich ja später besuchen. Der Mamakopf. Eltern müssen manche Gefühle vor ihren Kindern verstecken. Das ist nicht einfach. Ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter von meinem Berufswunsch erzählte und die Enttäuschung in ihren Augen sah. Das schmerzte. Doch ich bin froh, dass ich dabei geblieben bin. I know how you feel, Olimar. Die verlassene Vase. Sobald man Kinder hat, löst sich Geld einfach im Wohlgefallen auf. Meine Frau sagt immer, dass jede Investition unserer Kinder das Geld wert ist. Das stimmt ja, doch ich frage mich, ob die Sparbüchsen der Kinder immer so leer sein müssen wie dieses Gefäß.
Okay, die restlichen vollendeten Teile lese ich beim nächsten Mal aus Olimas Sicht. Die Pyklopädie, da haben wir auch lange noch dran zu knabbern. Weil, ihr müsst ja bedenken, wir haben 105 Einträge momentan. Ich gehe gerade extra noch nicht auf den neuen Eintrag. Weil ich muss hier alle Einträge nochmal durchgehen. Ich werde einfach gucken, dass ich beim nächsten Mal zusammen mit dem neuen Eintrag da einfach direkt 50 am Stück durchgehe. Das heißt, die Einträge wären beim nächsten Mal sehr, sehr lang. Da als Vorwarnung. Wir haben ja auch noch lange was von dem Spiel vor uns, ne? Vor allem haben wir auch noch die Multiplayer-Parts. Bevor wir jetzt hier noch irgendwas machen, wir können uns noch Training gönnen. Wir wollen ja den Megasprint auf Maximum setzen. Alles andere ist dann einfach nur Bonus. Hier noch und dann haben wir den Sprint aufgebessert. Ich überlege, was mache ich danach überhaupt auf Maximum? Also wenn, würde ich glaube ich sogar Auftrag bevorzugen, weil ich dann Ocean wenigstens sagen kann, geh Pikmin einsammeln. Aber natürlich zuerst den Sprint, ne? Das Pflücken, das war wenigstens irgendwo noch praktisch. Auch wenn es nicht so viel geändert hatte. Na gut, ne? Ich lege gerade den Controller beiseite. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wiederhole nochmal, beim nächsten Mal gibt es sehr, sehr, sehr viele Einträge. Und natürlich das nächste neue Gebiet. Aber bis dahin, ciao und bis dann.